Das ist halt dann einfach individuelle Klasse. Der Ball ist super, das Timing passt super. Ein bisschen mulmig ist da einem schon, wenn man sich selbst auf der Leinwand sieht. Ich glaube, wir haben die letzten 4 Heimspiele am Stück gewonnen, die letzten 3 alle zu 0 gewonnen. Und diese Serie wollen wir natürlich mit einem Heimsieg ausbauen. Gute zurück zu Im Herzen von Europa, das Eintracht-Magazin vor unserem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr bei uns im Deutsche Bank Park und wie gewohnt wieder präsentiert von unserem Hauptsponsor Indeed. Nach einem erfolgreichen Pokalfilm 2018 hat Eintracht Frankfurt auch 2023 wieder einen Pokalfilm auf den Markt gebracht. Am Mittwochabend ging es sowohl für die Männer- als auch die Frauenmannschaft und weitere geladene Gäste ins Kino. Und Eintracht TV hat die Eindrücke für euch mal zusammengefasst. Ja, ich freue mich schon sehr, die ganzen Bilder, Emotionen, auch die ganzen Statements von allen jetzt anzuhören und zu schauen. Ein bisschen mulmig ist da einem schon, wenn man sich selbst auf der Leinwand sieht, aber ja, werd ich ertragen können. Großartiger Film und ja, einfach alles nochmal wieder zu erleben und so viele Momente, die ich gar nicht mitbekommen habe, ja, weil du bist ja so, selber stehst du unter Strom, so links, rechts, rundherum, überall ist was los und jetzt mal hier ganz entspannt zu sitzen, also wunderbare 2 Stunden, unglaublich genossen. Der Film zum Europapokalsieg 2022 ist ab 23. März exklusiv deutschlandweit in auserwählten Kinos für euch zu sehen. Laura Feiersinger, hallo erstmal an dich, unsere Eintracht Frankfurt Frauenspielerin. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Laura, du warst mit in Sevilla und du warst auch gestern mit bei der Filmpremiere, durftest dir den Film schon mal anschauen. Wie war es denn für dich? Ja, voll cool. Es war ein richtig cooles Erlebnis. Man war ja selber immer vor Ort in Barcelona oder in Sevilla und einfach das Ganze nochmal zu sehen und auch einfach so Eindrücke von der Mannschaft zu gewinnen, war schon sehr, sehr spannend und auch für uns Mädels, glaube ich, auch ganz cool, mal einfach ja, Eindrücke zu gewinnen. Wir sprechen heute vor allem über den VfB Stuttgart, über das Spiel am Samstag unserer Männer im Deutsche Bank Park. Bevor wir aber auf das Spiel und die Analyse zu sprechen kommen, blicken wir noch einmal auf das Hinspiel und den 3:1-Sieg unserer Eintracht in Stuttgart. Grüßt euch, liebe Adlerträger, zu unserer Live-Übertragung des Spiels unserer SGE beim VfB Stuttgart. Das ist eine gute Freistoßposition für die Eintracht aus 18 Metern. Kamada macht's! Der Nachschuss, das ist ein Tor! Sebastian Rode mit dem Kopfballtreffer in der 6. Minute zur frühen Führung für unsere Eintracht. Und da gibt's Freistoß. Oh, und da ist Mavropanos dem Ansgar Knauf übel aufs Schienbein getreten. Kamada vielleicht mal direkt! Und das ist ein Tor! Und das ist ein direktes Freistoßtor von Daichi Kamada, 55. Spielminute, 2:0 für unsere Eintracht. 79 Minuten vorbei, da ist Thiago und das ist das nächste abgefälschte Ding, was reingeht. Nur noch 1:2. Die nächste Ecke von der linken Seite, wieder Daichi Kamada, bringt ihn jetzt rein in den 5. Schönes Ding! Tor! Smolcic, nein, Knau, Jakic ist es! Total egal, aber Christian Jakic macht hier das 3:1 für unsere Eintracht nach einer Ecke. Daniel Siebert schaut auf die Uhr und pfeift ab.
Am Samstag ist es das 100. Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart in der Bundesliga. Lara, mich würde vorab aber mal interessieren, wie verfolgst du eigentlich die Spiele der Männer? Doch, ich versuch schon immer viele Spiele zu schauen. Es überschneidet sich halt oft. Ich gehe sehr gern ins Stadion. Es ist immer eine coole Stimmung. Und ja, es kommt halt wirklich immer darauf an, was wir für einen Spielplan haben. Aber seit ich eigentlich jetzt in Frankfurt bin, ist das Ganze sehr, sehr besonders auch für mich. Und deshalb versuche ich auch so viel wie möglich zu schauen. Mhm. Ihr spielt am Samstag jetzt auch auswärts in Bremen um 13 Uhr. Da kommen wir später nochmal zu sprechen. Mich würde aber mal auch ein bisschen deine Spielweise interessieren. Du spielst im offensiven Mittelfeld. Gibt es einen Spieler, mit dem du dich vielleicht ein bisschen vergleichen würdest, der jetzt bei unserer Männermannschaft spielt? Ja, ich glaube am ehesten mit Mario Götze. Ich glaube, wir sind uns schon ein bisschen ähnlich vom Spielertyp, auch von der Entwicklung her. Früher doch eher ein bisschen dribbelstark, ein bisschen wilder. Und jetzt, ja, ich bewege mich auch sehr gern zwischen die Linien. Ich glaube, wir haben eine sehr ähnliche Position und sind dann auch eher im letzten Drittel zu finden. Und ja, sind eher vielleicht Vorlagengeber, wie dass wir selber Tore schießen. Mhm. Mit Stuttgart kommt jetzt ein Gegner auf uns zu, der Abstiegskandidat ist. Was glaubst du jetzt, grob gesagt, was ist Stuttgart für ein Gegner? Ja, ich glaube, jede Mannschaft, die um den Abstieg spielt, ist sehr unangenehm zu bespielen. Da geht es in jedem Spiel so, dass man Punkte holt, weil am Ende kann ein Punkt vielleicht entscheiden. Und ich denke, dass die alles reinlegen werden. Ich glaube, sie sind nicht so auswärts stark. Das ist für uns vielleicht ganz gut, aber auf sowas darf man sich dann auch oft nicht ausruhen. Ich denke, es braucht von der Eintracht auch Top-Leistung. Und natürlich ist ein Sieg dann auch wieder mal schön. Da hast du auf alle Fälle recht. Wir blicken auch gleich mal auf eine Szene, eine Offensivszene der Stuttgarter, und zwar im Spiel gegen Köln. Vielleicht kannst du diese Szene gerade mal kommentieren. Also man hat gesehen, dass Stuttgart ganz gut gegengepresst hat. Und wenn man jetzt hier, geht eigentlich die entscheidende Szene los, weil der Gegner ist halt komplett ungeordnet. Man sieht eigentlich, dass hier ein Riesenabstand ist zwischen der Abwehrkette und der Mittelfeldkette. Und das erkennt jetzt dieser Spieler super. Und er bewegt sich einfach dann zwischen den beiden Spielerinnen. Also er bewegt sich dann hier rein und bricht somit die erste Mittelfeldlinie. Und dadurch kann er einfach eine ganz neue Situation kreieren. Und wenn man dann weiterlaufen lässt und dann hier eigentlich nochmal stoppt kurz, dann sieht man, dass der Außenverteidiger eigentlich jetzt in dem Moment eine komplett falsche Entscheidung trifft, weil er von diesem Raum kommt, verlässt seine Position und ist eigentlich viel zu spät. Und dadurch geht halt hier der komplette Raum auf für den Spieler. Und das erkennt der Spieler, spielt mit dem zweiten Kontakt den Ball tief und dadurch ist halt hier der komplette Raum frei für diesen Spieler. Und wenn man dann weiterlaufen lässt, dann sieht man einfach, dass er jetzt Platz hat und halt sofort den Abschluss sucht. Und der Abschluss ist halt sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob abgefälscht worden ist oder nicht, aber ja, es war so ein bisschen eine Fehlerkette. Wir blicken jetzt nochmal auf eine Offensivszene unserer Eintracht, zuletzt im Spiel gegen Wolfsburg. Laura, was haben wir hier besonders gut gemacht? Ja, ich glaube, eine von der mitentscheidendsten Szene ist eigentlich, Kolomoani verliert den Ball, aber er schaltet eigentlich sofort um und sucht dann den Weg Richtung Tor und tankt sich eigentlich gegen ein paar Spieler durch. Lindström versucht, den Abschluss zu nehmen und dann kommt da eigentlich ein recht glücklicher Ball an die Außenlinie. Und das ist eigentlich ein bisschen so eine tote Zone, weil also hier passiert nicht so viel und der Spieler ist auch im Rücken zum Strafraum. Und jetzt müsste eigentlich einer von Wolfsburg erkennen, von den Spielern, dass sie sofort Druck ausüben, weil wenn du mit dem Rücken zum Strafraum bist, dann passiert eigentlich nicht viel. Aber hier lässt sich der Spieler einfach viel zu viel Zeit und der Weg ist halt extrem weit. Und wenn man jetzt weiterlaufen lässt, dann sieht man hier, der Spieler ganz, ganz viel Zeit. Und was ich jetzt sehr cool finde, ist, weil Kolomoani war vorher fast noch an der Mittellinie, ja. Und sucht halt ganz natürlich, weil das auch, glaube ich, so ein bisschen eben sein Instinkt ist, einfach den Weg mit in die Box. Und das ist halt dann einfach individuelle Klasse. Der Ball ist super, das Timing passt super. Der Wolfsburg-Spieler, finde ich, meiner Meinung nach, schätzt den Ball ein bisschen falsch ein. Dadurch muss er in die Rückwärtsbewegung kommen und Kolomoani kommt halt in die Vorwärtsbewegung, hat eine Wucht und trifft den Ball natürlich super und ist halt
cooles Tor. Auf jeden Fall. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, da treffen trotzdem zwei sehr offensiv starke Mannschaften aufeinander? Doch, schon. Ich glaube, das hat man in dem Spiel auch ein bisschen gesehen. Es war ein bisschen ein wildes Spiel. Es ist hin und her gegangen. Ja, auf jeden Fall stimme ich dazu. Danke, Laura, schon mal für deine Expertise bis hierhin. Am Samstag gibt es noch mehr weibliche Expertise. Um 15.15 Uhr ist Nia Künzer, ehemalige Adlerträgerin und Weltmeisterin, zu Gast bei Eintracht FM. Wir hören vorab aber mal rein, was die beiden Trainer auf der Pressekonferenz von der Partie erwarten. Ja, wie jedes Bundesligaspiel ist natürlich jetzt wieder ein intensives Spiel. Es wird wieder auf viele Kleinigkeiten drauf ankommen. Und ja, aber wir wollen jetzt, ich glaube, wir haben die letzten vier Heimspiele am Stück gewonnen, die letzten drei alle zu null gewonnen. Und diese Serie wollen wir natürlich mit einem Heimsieg ausbauen. Wir haben ja über Moani gesprochen, der ist sehr gesperrt für das Spiel in Neapel. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er ihn deswegen draußen lässt. Also das, zumal Lindström ja ausfällt und da die Frage ist, kommt dann Boré zum Beispiel dafür rein, direkt, weil er wahrscheinlich dann auch in Neapel spielen wird, das könnte eine Rolle spielen, aber ansonsten gehe ich nicht davon aus, dass er so viel rotiert. Für unsere Männer wird es hoffentlich ein torreiches und ein erfolgreiches Heimspiel. Laura, für euch geht es am Samstag um 13 Uhr in Bremen weiter. Hoffenheim sitzt euch jetzt so ein bisschen im Nacken, kann man fast sagen, nachdem sie gegen Wolfsburg gewonnen haben. Was kommt mit Bremen für einen Gegner auf euch zu? Ja, wir tun uns traditionell eher schwer in Bremen. Es ist dort nicht so einfach zu spielen. Bremen ist eine sehr strukturierte Mannschaft, sehr diszipliniert, macht die Räume sehr eng. Und ja, ich glaube, es wird ganz, ganz ein schweres Spiel, aber ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wir sind zurzeit auch sehr gut drauf und wir wissen, dass Hoffenheim ein bisschen näher gerückt ist, aber ich glaube, das tut uns auch ganz gut, dass wir da nicht den Zug verlieren. Es geht natürlich, die drei Punkte mit nach Hause zu bringen. Wenn man jetzt auf die Tabelle schauen würde, ihr müsst im Prinzip dort drei Punkte holen. Also es ist eigentlich ein unausweichlicher Sieg, den ihr mit nach Hause bringen müsst, oder? Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt alle Spiele, die kommen, die müssen einfach für uns auch passen. Da müssen wir auch super Leistung zeigen, weil ich glaube, Hoffenheim hat es jetzt schon ein bisschen gemerkt, dass die dran sind. Es kommt noch das direkte Duell. Und von dem her dürfen wir uns auf jeden Fall keine Fehler mehr erlauben und natürlich hoffen, dass vielleicht auch Hoffenheim den einen oder anderen Punkt liegen lässt. Laura, danke dir erstmal für deine Expertise heute. Wir drücken ganz fest die Daumen für das Spiel in Bremen und ja, viel Erfolg. Dankeschön. Auch unsere Nachwuchsteams, die müssen am Wochenende ran. Was alles ansteht, erfahrt ihr jetzt in den News. Den ärgsten Verfolger hat die U21 im Topspiel auf Distanz gehalten. Beim zweiten Gießen führten die Adlerträger vor über 2000 Zuschauern lange durch Gianluca Schäfer mit 1:0. Die Gastgeber glichen erst in der 90. Minute durch einen unglücklichen Handelfmeter aus. Am Freitag gibt's nun das Kontrastprogramm, wenn Abstiegskandidat Hadamar in den Ahorncamp Sportpark kommt. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr, Eintracht TV Plus überträgt live. Ihre letzten Saisonspiele bestreiten die U19 und die U17 an diesem Wochenende. Die U19 will dabei in Nürnberg den letzten Schritt zum Klassenerhalt machen. Die Grundlage legte das Team von Erwin Skela nun durch ein 3:1 gegen den VfB Stuttgart, der dritte Sieg in den letzten vier Spielen. Samstag, 13 Uhr, geht's zum 1. FC Nürnberg. Die U17 empfängt gleichzeitig Jahn Regensburg. Auch dieses Spiel gibt's live bei Eintracht TV Plus. Seit dieser Saison wird am Riederwald auch wieder erstklassig geturnt. Die Eintracht-Männer starteten dabei ausgerechnet gegen den Top-Favoriten Straubenhardt. Trotz durchweg guter Wertungen mussten sich die Adlerträger dem siebenfachen deutschen Mannschaftsmeister geschlagen geben. Kein Beinbruch. Beim nächsten Wettkampf geht's gegen den Sechsten des Vorjahres, Pfuhl, gegen den man sich mehr Chancen ausrechnen darf. Wir drücken der gesamten Eintracht-Familie für die anstehenden Wettkämpfe und Spiele natürlich alle fest die Daumen. Eine weitere Adlerträgerin wollen wir euch noch vorstellen, Maureen Zimmer. Sie ist doppelte Junioren-Bob-Weltmeisterin und war zu Gast bei uns im Podcast Eintracht vom Main. Ja, ich bin jetzt nächste Saison das erste Jahr aus den Junioren raus, möchte mich einfach athletisch, also im Schieben, als auch fahrig weiterentwickeln und verbessern und dann schaut man, zu was es reicht.
Aber natürlich ist 2026 das ganz große Ziel und athletisch als auch fahrig ist darauf alles ausgerichtet und da gilt es, die bestmögliche athletische und fahrische Verfassung zu haben. Auf alle Fälle ein spannender Podcast. Ihr könnt jetzt reinhören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Samstag geht es um wichtige 3 Punkte für unsere Adlerträger. Und um euch bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten, können wir euch noch wärmstens empfehlen, um 12 Uhr bei der Matchday-Show live mit Jochen Stutzki reinzuschauen. Und um 15.15 Uhr ist dann Nia Künzer, ehemalige Adlerträgerin und Weltmeisterin, zu Gast bei Eintracht FM. Bis dahin alles Gute für euch auf die 3 Punkte am Wochenende und bis bald. Das war's für heute. Hat Spaß gemacht. Mit Indeed, stolzer Hauptsponsor der Eintracht.